Liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist heute zu Besuch auf dem Betriebsgelände eines Busunternehmers. Und wir haben aber heute mal im Vordergrund die Sicherheit des Busreisens in der Pandemiezeit. Wir wollten einfach heute mal einen Fachmann mit dabei haben, der das wissenschaftlich erklärt, wie sicher Busreisen eigentlich in der jetzigen Zeit mit allen Vorkehrungen, Hygienemaßnahmen aktuell ist. Und da möchte ich als erstes mich bedanken beim Professor Dr. Dr. Franz Xaver Reichel, der in diesem Jahr sehr viele Corona-Vorträge schon gehalten hat, der auch unter anderem im Merkur das ganze Jahr über sehr viele Fragen zu Corona beantwortet hat und eigentlich ein Fachmann in Corona in jeder Richtung ist, weil wir haben Anfang des Jahres ja schon mal einen sehr langen Vortrag von ihm bekommen. Begrüße und bedanke mich, Herr Professor Reichel, dass Sie heute Zeit haben. Und wir sind auf dem Gelände vom Martin Geldhauser, ein Busunternehmer von Rang, möchte ich sagen, der auch mit der Ausstattung und seiner Busse einer der innovativsten ist, die man kennt. Was Hygiene ist, werden wir jetzt gleich hören, was da dazu gehört. Und da freue ich mich jetzt mal. Herr Professor Reichel, Busreisen in der heutigen Zeit. Was sagen Sie, wie sicher ist Busreisen heute? Ja, in der Öffentlichkeit wird also immer wieder diskutiert, sind denn Busreisen wirklich sicher? Es besteht eine klare Unsicherheit bei den Reisenden. Wird immer verglichen mit den Flugzeugen, die ja relativ sicher sind. Aber die Busreisenden müssen hier nicht nachstehen. Es gibt heute ausgezeichnete Sicherheitskonzepte, die ich vielleicht jetzt mal an einem Beispiel hier, steht also so ein gut ausgerüstetes, Bus, und vielleicht gehen wir mal einmal kurz durch den Bus durch, und dann kann ich hier diese ganzen Gegebenheiten, die hier den Bus dann wirklich sicher machen, nochmal aus wissenschaftlicher Sicht mal kurz erläutern. Da steht jetzt so ein Bus da, da will ich jetzt das Sicherheitskonzept mal erläutern, dass hier das Busreisen mit solchen Bussen wirklich hier sicher ist. Es geht schon los hier mit der Handdesinfektion. An jeder Eingangstüre hängt so ein Handdesinfektionsmittel. Alle Reisenden müssen hier sich die Hände erst desinfizieren. Und dann kann man erst reingehen. Natürlich wird vor jeder Busreise der gesamte Bus hier ausgezeichnet. Nach dem Hygienekonzept wird der desinfiziert. Die Passagiere gehen dann hier rein. Und hier ist dann die Sitzordnung so gewählt, dass immer in den ganzen Bussen, das wäre jetzt so ein 30-Mann-Bus, da gehen also insgesamt nur, gehen dann 15 Personen, dürfen hier Platz nehmen, immer hier im Abstand von 1,50 Meter, kann also hier in jedem Bus gewährt werden und gewährleistet werden. Die größeren Busse hier bis 40 Personen dürfen auch nur 15 Personen rein. Erst die größeren Busse, so bis 50 Personen, da haben dann 22 Personen Platz. Damit kann gewährleistet werden, dass immer hier das Sicherheitskonzept von 1,50 Meter Abstand im Bus gewährleistet werden kann. Zusätzlich erhalten die Passagiere beim Reingehen immer hier Desinfektionsmasken und ein separates Handdesinfektionsmittel. Nun, das Kernstück dieses Busses, das ist hier dieses Gerät, ein sehr wichtiges Gerät, das Kernstück eines sicheren Busses, nämlich hier ein Luftentkeimungsgerät. Hier von der Firma Ayanovir, und da war jetzt die Firma Geldhauser wirklich die erste in ganz Deutschland, die in ihren Bussen hier diese Luftentkeimungsgeräte eingebaut haben. Und das ist ein sehr interessantes Gerät, weil es nämlich hier nicht eine Umluft hat, sondern immer eine Frischluft hat, eine Frischluftzufuhr. Das ist also hier für das Sicherheitskonzept natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist hier ein Vorfilter eingebaut, der mal die groben Partikel erstmal filtriert. Und im zweiten Schritt, der wichtigste Schritt, ist ein niederenergetisches Plasma. Und dieses Plasma sind so Röhren, die sind geladen, das ist ein niederenergetisches Plasmafeld. Und alle lebenden Organismen, sprich Viren, Bakterien, Organismen, Phagen,
wenn hier dieses Plasmafeld berühren, werden sie zertrümmert. Und zwar nicht nur die äußere Hülle, sondern sogar auch das Innenleben eines Organismus, sprich die Erbmasse. In unserem SARS-CoV-2-Virus wäre das, dass die RNA, die Ribonukleinsäure, wird hier vollkommen zertrümmert, sodass also hier keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Die Trümmer, die hier entstehen von den Organismen, werden dann in einem Nachfilter, in einem ausgezeichneten, hochwertigen HEPA-Filter, ja, werden nochmal rausgefiltert, sodass also nicht mal die Partikel dann in die Umluft, Luft des Busses kommen. Und die modernen Filter haben dann hernach sogar nochmal einen Aktivkohlefilter drinnen. Und mit diesem Aktivkohlefilter können nochmal kleinste Moleküle sogar rausgefiltert werden, sprich sogar Gerüche neutralisiert werden. Das ist der große Vorteil von Ozon. Ozon vernichtet auch die Gerüche, aber das ist doch aus toxikologisch-wissenschaftlicher Sicht ein gewisser Nachteil, denn Ozon ist ein toxischer Stoff. Ja, und hier haben wir es mit einer reinen Luftentkeimung zu tun.